So. Stoppen. Also. Eins noch. Ich höre alles wieder doppelt. So muss das nämlich sein. Ich höre alles doppelt. Wo war schon? Da. Und leise. Perfekt. Ah, wie schön. Ich höre alles doppelt. Na, es läuft wieder. Es haut wieder hin. Das technische Problemchen hat sich in Luft aufgelöst. Endlich, Gott sei Dank. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich hätte es sogar aus dem Gedächtnis heraus richtig gehabt. Nur habe ich die Position, dieses Videogerät muss noch nach oben. Also die Kamera muss von der Reihenfolge ganz oben sein. Das kann man dann auch so einstellen. Und jetzt müsst ihr wieder, jetzt läuft es wieder. Also Kamera ist da. Nochmal Hallöchen. Hi, hi, hi. Ja, 27b haben wir. Es läuft jetzt, ja, das Bild ist auch vollständig da. Perfekt. So, questmäßig. Wenn ich jetzt weitermache bei Carlos, verlieren wir 5 Quests. Das ist scheißlich. Das können wir nicht machen. Deshalb muss ich mich jetzt schlau machen. Quests. Was für Quests müssen wir jetzt noch machen? Da sind einige ausständig. Im Harfen. Boah. Die Goldschalen zum Beispiel, ne? Die Karte der Insel. Karte der Insel. Wofür? Wird mir eine Karte zeichnen. Hat er schon gemacht? Ah, gut. Da müssen wir mit Nelson müssen wir mal sprechen. Wir haben viel zu tun. So. Die Goldschalen müssen wir schaffen. Nelson, wo war denn der? Wo war denn der Kartenzeichner? Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Auf alle Fälle, das müsste normalerweise. Das müsste normalerweise von Sonjas Bordell ausgehen. Ja, mein Freund lacht gerade. Sonjas Bordell, oh, wie geil! Meine Schwester heißt Sonja. Deshalb lacht er gerade. Aber sie führt kein Bordell. Nicht, dass ich wüsste. Also, ja. Das ist jetzt nur wieder mal ein blöder Zufall. So. Ja. So. Es ist wirklich ein blöder Zufall. Also schauen wir gleich mal, ob wir die Goldschale kriegen. Ob endlich diese Kacktür da aufgeht. Mir kam vor, hätte nicht der Don... Hey du Schnucki. Lass uns handeln. Du hast, glaube ich, auch nichts Brauchbares. Mir kommt davor, dass der Don irgendwie mir da was gibt zum Öffnen. Oder ist sie jetzt offen? Diese Scheißtür da, echt? Kenn ich schon. Und wofür war der Schalter? Nur für das hier, ne? War nicht irgendwo was Verstecktes? Ich weiß noch, irgendwie gab es da so einen Auftrag für so einen Dreck. Gab es da auch mal was, dass ich da einfach einbrechen konnte? Musste ich da mit den Brüdern sprechen? Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Aber mir kam vor, man konnte das Teil hier wegschieben und dann konnte man da durch. Irgendwie ging das auf, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Kratz, kratz, echt. Oder man kann einfach wieder so Assassin's Creed-like wieder irgendwie da so rein gehen in das Haus. Das könnte auch sein. Das könnte ich, das probiere ich gleich mal. Warte. Hier geht's ja irgendwie. Ich glaube, das geht echt so. Ich bin so doof, dass die Hälfte genug ist. So. Hallo. Meine Güte, warum kommen diese erinnern mich immer so spät? Ich konnte doch hier einfach einsteigen, oder? Ha, ja freilich! Schleichen. Bin einfach nur zum Scheißen zu blöd. Entschuldigung, aber das ist ja wirklich wahr. So, einfach einbrechen, bitte. Was tue ich denn da so blöd? Und wo ist jetzt der Kerl? Der muss irgendwo sitzen. Da ist er irgendwo. Der dritte Bruder, ne? Von den Drillingen. Und der gibt uns die letzte Schale. Wow. Toll.
Der war sicher unten. Boah, ey. Ah, ich glaube, schlafen war. Nachts war, glaube ich, auch nicht schlecht. Wenn man das hinbekommen hätte. Oder würde tun. Warte, ich gehe mal pennen. Ja, ich bin einfach nur dämlich. Das ist alles. Das ist ganz einfach erklärt. Dämlich ohne Ende. So. Ich gehe mal kurz pennen. Ich hoffe, die lassen mich da kurz mal. Nur ganz kurz. Ja. Schaut nicht so schlecht aus. Ja, also bis Mitternacht. Ich hoffe, die pennen dann alle. Und dann können wir uns nach diesem Burschen umschauen. Schiffsoffizier. Jawohl. Die wilde Olga ist auch schon bereit. Ja, die heißt so. Das ist ein typischer Name für dieses Gewerbe. Wobei, mittlerweile sind wir schon bei, wie geht das? Pina Colada, Tiramisu, Porsche, keine Ahnung. Steht ihr Männer echt auf sowas? Jetzt mal ganz ehrlich, steht sie echt auf sowas, wenn eure Frau, sage ich jetzt mal, Porsche heißt? Oder Ferrari oder sonst sowas? Ich bin weg, ich bin weg. Uah. Mach, dass du wegkommst. Ich war nie da. Scheiße, Dreck, jetzt geht der Krippel da mal dumm, ne? Wahrscheinlich wollte er gerade schlafen gehen. So ist es. Ja, leg die nur in die Hapfen. Spielt er gerade wer Geige oder ist es eine Mücke? Naja. Psst, leise. Um die Ecke schau. Geht da noch so ein Gradler? Ich glaube nicht. Und hier sind die Betten leer. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn die Betten leer sind, ist der Krippel da unten noch immer wach? Nein, der pennt. Schaut gut aus. Schaut gut aus, meine Herren. Den nehmen wir mit. Die Goldmünzen nehmen wir auch mit. Da steht er. Und da? Ist da wer drin? Nein. Können wir da was stellen? Boah, das ist eine große Kerze, ha? Schaut aus wie so eine Taufkerze. Schon so groß. Ein Pokal. Haben wir was gewonnen? Brot, Beere und kleiner Heiltrank. Nehmen wir mal mit. Ich muss mal kurz kratzen. Entschuldigung. Ja, obwohl ich mich heute gewaschen habe. Wahrscheinlich ist das schon der Staub. Das kommt mit dem Alter, habe ich gehört. Goldmünzen nehmen wir gerne mit. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Halleluja, Maracuja. Weintrauben, Teller, das nehmen wir alles mit. Ja, sag einmal, wo ist denn der? Das gibt's ja nicht. Moment, sollte da nicht der Bruder sein? Oder habe ich das mit den Goldschalen eh schon verhaut? Na, oder? Das sollte doch irgendwo sein, der Kerl. Tue ich mich schon wieder falsch erinnern? Ich bin gerade entsetzt. Mir kam vor, der wäre hier irgendwo gewesen. Mit dem hätte man ganz normal quatschen können. Dann hätte er mir die Goldschale gegeben und die Nachricht, dass es ihm gut geht, dass ich seinen Brüdern das ausrichten soll. Mir kam auch vor, dass er hier irgendwo mal gewesen sein sollte tun. Nix mehr da. Verschwunden. Futsch und weg. Da ist er auch nicht. Das ist jetzt echt mysteriös. Der Mond und das Meer, eine anziehende Geschichte. Ah, ja. Ja, das zieht irrsinnig an. Das gibt's ja nicht. Das soll doch eigentlich in der Bude hier sein. Ich bin verwirrt. Oh Gott. Und nochmal von vorne. Die Wache ist noch nicht auf. Der Dietrich ist hin. Na klar. Nochmal von vorne. Ja, das ist Rätselraten gerade, ne? Und nochmal von vorne. Jo, freilich. 1, 2, 3, 1, 2. So, jetzt. Denn? Jetzt haben wir's. Ja, wegen so ein bisschen was. Zwei Mana-Tränke und ja. Ein paar Goldmünze. Regeln die das ab wie keine Ahnung was. Dann haben wir hier noch einen Flügel und einen Dietrich, den können wir sowieso brauchen.
Das geht mir gerade nicht ein. Der saß doch hier, bin doch nicht deppert. Ist es dann doch questbedingt? Hätte ich dann noch eine Quest gebraucht? Ich habe Schritte gehört. Oh. Laufst du vielleicht mal? Hallo? Mach, dass du wegkommst. Bin ich ja schon. Irgendwas ist da gerade komisch. Habe ich die Quest versaut? Das wird sein. Die Quest habe ich versaut. So muss das sein. Das gibt es ja sonst nicht anders. Gibt es da aktuell versaut? Gibt es da irgendwie was mit versaut? Alles? Daneben? Welt? Hafen? Kann man das nachschauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Goldschalen. Das sind sie doch. Alle guten Dinge sind drei. Große Goldschalen. Muss ich vielleicht mit den depperten Brüdern nochmal reden? Mit allen beiden vielleicht. Da habe ich dann aus Versehen die Quest doch nichts, oder wie? Aber eigentlich sollte der Kerl da drinnen sein. Ich bilde mir das echt gerade ein, dass ich den da drin gefunden hätte. Aber ich hätte aber auch eigentlich eine Quest dazu eigentlich gehabt. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall brauchen wir noch den Kartenzeichner. Da gibt es nämlich auch noch was, aber der ist momentan nichts da. Eine Dirne. Ja. Kartenzeichner brauchen wir auch. Und wer war das jetzt schnell von euch? Du, ne? Nur mehr Taschendiebstahl, ne? Ist zu riskant. Ja. Nur mehr Taschendiebstahl, bei dem kriege ich gar nichts mehr raus. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast. Ja, bla bla. Ja. Ach, ich kenne mich so gut aus in der Stadt, das ist ein Wahnsinn, ne? Gut, dass du dich entschieden hast, einer von uns zu werden. Wurde ja auch Zeit. Na, da ist er sicher nicht mehr. Wo war denn der Kartenzeichner? Dreckverdammter. Es ist eigentlich schon zum Lachen. Ne? Es ist schon so traurig, dass man lachen muss drüber. Eigentlich. Du warst nur der Buchhalter hier, ne? Der pennt ja. Ein Kartenzeichner. Ein Seemann. Wen haben wir da? Da war doch was. Nur eine Bürgerin. Es kann dann nur mehr, da kann dann nur mehr da oben sein, ne? Der, hieß der Nelson? Boah. Halt, war das nicht der da oben? Hieß der nicht Nelson? Wo ist er denn? Der war doch hier. Hä? Ah, da oben wird er schlafen. Tun. Da. Da ist doch was. Da ist er, tatsächlich. Ist die Karte fertig? Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Kaufen auch noch. Ja, gib her den Fetzen. Gib mir die Karte. Pass gut darauf auf. Das ist ein gutes Stück. Ja, danke. Tschüss. Was kann die denn jetzt überhaupt? Ist die jetzt echt was zum Brauchen? Na, nur so eine wieder nochmal. Toll. Toll. Ja, toll. Das ist einfach toll. Einfach toll. Die haben wir. Der zweite Bruder war da oben, ne? Der zweite Bruder. Das gibt's ja nicht. Der dritte müsste ja dort oben gefangen sein. Finn. Probleme haben wir alle. War nicht der richtige. Scheißendreck. Ah, der war da drin, ne? Taverne. War der nicht da drin, der nächste Bruder?
Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Wollte nur mal nachschauen. Das gibt's ja nicht. Das ist echt ungut. Aber nur ein bisschen. Aha. Und das soll. Das soll gut gehen. Fast, schau. Weit gekommen. Jawohl. Schläft er wer? Nicht wirklich. Schau mal, was die da alles haben. Heilpflanze, Fläschchen, Mana-Trank. Gut, nehmen wir gern mit. Eine einfache Truhe, das hier wieder zum Knacken. Ja, natürlich. Wieso denn auch nicht? Der Dietrich ist abgebrochen. Ist logisch. Geht so wie ich Schlösser knack, kann er nur abbrechen. So. Ja, das nehmen wir auch alles mit. Das ist echt übel. Meine erinnere mich ist echt übel beieinander. Muss man echt sagen. Eine Perle. Hol. Oh. Kartoffel. Ein Grog. Was noch? Rum. Aha. Wo? Und ein Besen. Der ist ganz wichtig. Den brauchen wir unbedingt. Dreck, verdammter. Ich hätte schwören können, dass der dort oben ist. Na fein. Dann halt nicht. So, nächste Quest. Ich habe schon vergessen, welche da jetzt alle weggehen. Vorhat, brauchst du Hilfe? Rodriguez, der Kerl will mir ans Leder, wenn du mir helfen willst. Finde raus, was er vorhat und erzähl's mir. Achso, das ist, ich weiß schon. Na, die machen wir nicht. Die kann auch ruhig verschimmeln, das ist wurscht. Ah, das ist echt kurios. Da die drei Goldschalen, dass der eine nicht da oben ist, das finde ich gerade echt merkwürdig. Die drei Goldschalen, Jacks Truhe, die werde ich auch vergehen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Da gehen die meisten von hier weg, ne? Also kaputt. Tita. Der Tita war einer. Der Bart. Tita, Bart. Na, ich habe sowieso mit den Falschen gesprochen, eigentlich, ne? Ach so, die Quest wird sowieso nicht mehr gehen. Die drei Brüder waren ja dort oben bei der. Bei der Ostküste, ne? Bei der Küste, beim Tempel. Die habe ich sicher schon verhaut, die Quest. So wird's ausschauen. Wir haben eh nichts zum Verlieren. Ich frage jetzt nochmal nach. Vielleicht habe ich Glück. Und ergibt sich mir trotzdem, weil sonst habe ich die eh schon versemmelt. Beim Osttempel waren doch die drei Burschen. So war das, genau. Er war schon dort oben eingesperrt, aber ich glaube, das habe ich echt versaut. Aber die sind weg. Alle drei sind weg. Wollt ihr mich verarschen? Mhm. Ja, geht das? Jetzt sind die drei weg. Mist! Ich glaube, die Quest habe ich versemmelt. Das gefällt mir gar nicht. Ja, zur Not. Wenn es mit den Goldschalen echt nicht mehr geht, aber die Quest ist ja scheinbar nicht komplett zerstört. Irgendwie muss es doch gehen, verkauft, weil die wohl nicht haben, aus Versehen, oder? So deppert, weil die wohl nicht sein. Das ist gerade echt ungut. Mit dem Quatschen ist sicher auch nicht gescheit. Halte deine Finger bei dir, Bandit, sonst hack ich sie ab. Ich hoffe, wir verstehen uns. Er ist immer so freundlich. Weasel hat die Pakete. Was, soll ich das echt machen? Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Warte, tun wir wieder mal speichern, fortsetzen und dann gehen wir's an. Weasel hat die Pakete. Tja, ich schätze, du willst dir als Bandit einen Namen machen. Okay. Dann rate ich dir. Lass dich besser nicht von mir erwischen, sonst bist du dran. Zisch ab! Okay. Dann, was haben wir da noch? Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was?
Was gibt's denn hier Schönes, schon Spannendes zu sehen? Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Hm? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Das haben wir Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Was? Ihr Banditen werdet auch immer mehr, was? Seht euch vor. Es wird noch der Tag kommen, an dem ihr es bereut, euch jemals gegen den Inquisitor aufgelehnt zu haben. Ja, dem Trottel. Ist schon gut. Hör mal, du Spaßvogel. Noch einen Schritt weiter und du wirst es bereuen, klar? Okay, Entschuldigung. Ist schon gut. Du irgendwas zum Sagen? Nö. Du? Na. Dreck, verdammter. Ist das jetzt echt verloren? Ich hörte, der Don hat dich in der Bande aufgenommen. Sehr gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass dich die Weißen rekrutiert hätten. Na. Ich finde es gerade doof. Ich habe echt gedacht, das geht noch. Das habe ich dann wirklich kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich wollte das nicht. So ein Pech. Da kommt man so auch nicht rein, ne? Da wirst du auch nicht drauf kommen, oder? Nö. Das ist echt blöd jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich hab echt gedacht, das geht. Nö, tut's nicht. Das ist echt blöd. Die eine dumme Schale. Ich hab echt gedacht, er sitzt noch drin. Aber klar, die waren ja alle drei schon unterwegs. Die waren ja schon fest am, also wieder fleißig am Buddeln. Da ist nichts noch mit eingesperrt. Echt eine blöde Geschichte. Muss man echt sagen. Na, Horuk? Echt, was ist los? Boah, nix. Geh raus da. Ja, verschwinde von hier. Na. Irgendwas, dass er sie wo versteckt hätte oder so. Alle Kundinnen sind drei, bla bla bla. Finde die drei Goldschalen, das war doch schon hier, ne? Schwarzmarkt verkaufen versucht. Anzubieten. Schale. Der Bart. Große Schale der Dieter. Bart und Dieter. Ja, und der dritte fehlt mir noch. Aber den kriege ich so nicht mehr wahrscheinlich, ne? Der dritte Bruder. Der ist sicher nicht mehr da. Der hat mir eben schon zu dritt gebuddelt wieder. Sprich, der ist wieder frei. Was ist los? Du geigst da so herum. Naja. Dreckverdammter. Das habe ich echt versaut, ne? Ja, was machen wir denn? Dann kann ich eh nur mehr die Leute vertreiben aus der Stadt, ne? Und gut ist. Und gut ist. Boah, der geigt. Da wird man total traurig. Der da irgendwie herumstreunt, wird auch eher nicht der Fall sein, ne? Und Jack werde ich nicht ausrauben. Auf keinen Fall, dem klaue ich nicht sein Hab und Gut. Das ist echt gemein. Das will ich nicht. Das will ich nicht, das mag ich nicht. Keine Chance. Ich habe ja auch vergessen, wie der Rodriguez. War bei dir nicht irgendwas? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Gibt es viele Einbrüche? Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden drei Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Ah. Woher kennst du Sid? Woher kennst du Sid? Von früher. Aha. Ich gehörte mal zur Bande des Don. Oh. Aber in der Festung habe ich erkannt, dass der Weg der Banditen falsch ist. Aha. Jetzt kämpfe ich für die Gerechtigkeit und für Inquisitor Mendoza.
Schön. Und was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Okay. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Aha. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Wie hoch ist die Belohnung? Ja, das ist wichtig. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn Super. Du die Einbrüche aufklärst. Ja. Na dann, ich untersuche die mal. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Mist. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Mhm. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Ja. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Okay. Ich werde, besser gesagt, in welchen Häusern wurde eingebrochen? In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Mhm. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich? Na, brauchen wir nicht. Aha. Ja. Dann, ja, haben wir was zu tun. Ja. Du bist Bart, ne? Na, du bist nur Seemann. Nix Bart. Na, die sind einfach weg. Da kann ich suchen, bis ich schwarz werd. Na, das wird nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal den Einbruch an, oder? Den Einbruch. Vielleicht können wir da noch ein paar Punkte für den Don raushauen. Hallo Nelson, wegen des Einbruchs. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Ah. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Boah. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Oh. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Mhm. So viel zu niemand war da. Ich werde dir den Ring zurückgeben. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Da bitte, hier ist er doch. Hier, ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Ja. Weißt du was? Behalte den Ring. Oh. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Vielen Dank. Wie du willst. Sehr nett. Jo, wenigstens ein paar Punkte kriegen wir noch, ne? Erfahrungspünktchen. Da. Nico mit seinem Fischstand. Nächster Einbruch. Muss ich wieder nachschauen. So ist es. Finde den Spitzel. Nelson hat Mo, Doyle und Pavel gesehen. Rodriguez, bla 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 bla. Nelson, der Kartenzeichner Flavio und. Also Nelson, Kartenzeichner Flavio war es und. Baxter. Flavio war da drüben. Flavio. Flavio, Flavio. Hallo Flavio, wegen des Einbruchs. Was? Meister Belschwur verteilt jetzt Fleisch. Meister Belschwur verteilt jetzt Fleisch. Wunderbar. Hier, nimm diese Tränke. Das Leben hier ist ziemlich gefährlich. Okay, gut. Ja, wegen des Einbruchs. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Super. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Da bin ich mir zu sicher. Die See ist rau, mein Lieber. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Mhm. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Na toll. Wer war hier?
Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Mhm. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das Doyle. Waren alle. Ich brauche ein paar Sachen. Na, passt schon. Dieser Doyle, ha? Der könnte Dreck am Stecken haben. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Hm, na schön. Mhm. Der geht, du sagst gleich selber, ne? Der Buchhalter, der ist unten, ne? Baxter. Buba Baxter. Jetzt ist der Finn da. Ja, gut. Der Finn. Baxter war da unten, ne? Normalerweise. Fleischhacker und so. War das nicht irgendwas mit Buchhaltung? Baxter. Dagel. Nebenan war das, ne? Fass ihr bloß nichts Mo. An. Waschen, ihr habt nichts gemacht. Aschkopf. Hier war das doch, ne? Mit Baxter. Da ist er. Wegen des Einbruchs. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Gut. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Okay. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. So, Pech. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt. Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. Sag mal, okay, nix da? Gut. Schon wieder Doyle, ha? War schon wieder Doyle? Ich glaube schon, ne? Ja. Doyle hat definitiv Dreck am Stecken. Der war als einziger an allen Orten unter Mo. Na, der Mo nicht. Definitiv Doyle. So, wo finde ich diesen Deppen jetzt an? Hat der sich nicht dort oben... Ich glaube, das haben wir schon gelöst, ne? Den haben wir schon aus der Stadt verholfen. Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Und hast du schon einen Verdacht? Doyle, der Fisch verkauft. Doyle, der Fische verkauft. Tja, und? Hast du irgendetwas, das man als Beweis bezeichnen könnte? Nun, noch nicht. Dann solltest du dir den Typen mal vornehmen. Komm wieder, wenn du ein Geständnis oder einen Beweis hast. Okay. Naja, eigentlich... Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Der hat sich doch da oben niedergelassen. Ich glaube, das ist aber abgehauen, ne? Der ist schon fort. Fort und weg. Sid, hast du noch irgendwas? Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Oh. Rodriguez glaubt, du hast einen Spion. Dass du einen Spion hast. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. Sid. So, so. Pfui. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist das? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was, bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Okay, ich kenne deinen Spion. Ich kenne deinen Spion. Hast du ihn auch schon gefunden und mit ihm gesprochen? Bisher noch nicht. Dann solltest du das tun. Das ist dann doch nicht dieser Teil? Das ist dann echt Mo vielleicht? Wie soll man denn mit dem Kerl reden? Costa Concordia steht auch noch da. Wow, 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 wow. Bist du da, Doyle? Na, Arno war das. Martha? Ach so, natürlich, ich Depp. Doyle, da ist er. Lass mich noch warten. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Hm, na schön.
Du bist der Einzige, der in allen Häusern gewesen war. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Schon klar. Du wirst dich dem Orden stellen. Na na. Es ist besser, wenn du verschwindest, für immer. Ja, für es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein, du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte, ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Ja, lauf. Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Gut, ich spiele das Spiel mit. Ich kann kein Risiko eingehen. Na, kennst du einen Weg aus der Stadt? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Hör auf. Gut, ich spiele das Spiel mit. Gut, ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sage ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Na dann, hoffentlich wird er nicht gefressen da draußen, ne? Wobei, Da. Lala, 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 lala. Lalilalala. Dann gehen wir mal zu Sid. Herr von und zu Sid. Hallo. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Oh, Doyle ist verschwunden. Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Nun, ich... Ach, ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. So, ich habe deinen Arsch gerettet. So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst, meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Okay. Hast du einen Auftrag für mich? Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Ja. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Vielleicht. Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was genau soll ich tun? Geh zu Dagel. Und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Okay. Schau mal. Dann erinnern wir ihn doch mal. Dann braucht er scheinbar auch eine, erinnere mich. Ja, das sind ausgerechnet wir. Also ich, ja. Schön. Falsch. Eins zu viel. Meine Güte. Hier rein. Dagel. Hallo, Dagel. Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Die Ordenskrieger beschützen mich. Und die Jungs sind gut. Sie halten dir vielleicht das einfache Volk vom Hals, aber was ist, wenn es jemand auf dich abgesehen hat? Aha, daher weht der Wind. Du kommst vom Don, hä? Willst schnell ein paar Goldstücke abgreifen. Das haben schon ganz andere versucht. Muss ich dir erst wehtun? Boah. Muss ich dir erst wehtun? Na endlich! Ich dachte schon, du wolltest nur reden. Oh. Ich hau dich um, du Wurst. Na schön. Ha. Zack. Jawohl. Oh, das geht. Ist machbar. Wow. Gut. Ist jetzt tot?
Nein, ist nicht tot, Gott sei Dank. Messer, Zwiebel, rohes Fleisch und noch ein bisschen was. Alles nehmen. So, her damit. Boah, das war knapp. Und, Schnucki? Wie geht's dir jetzt? Wie schaut's jetzt mit Schutzgeld aus? Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Okay. Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Und jetzt schwör ab, du Ratte. Alter. Ist es die jetzt kaputt, die Quest? Hä? Ich hab doch gewonnen. Da soll noch meiner mitkommen. Warum? Wieso, warum? Keine Ahnung. Hi. Dagel wird nie zahlen. Er prügelt sich einfach zu gerne. Dagel wird nie zahlen. Er prügelt sich einfach zu gerne. Mach dir nichts draus, Kleiner. Er ist ein harter Knochen. Bisher hat es noch keiner geschafft, Dagel was abzunehmen. Und was machen wir jetzt? Er meint, er braucht keinen Schutz. Dann soll es so sein. Wir werden ihn eines Besseren belehren. Mhm. Wir nehmen uns das, was er uns nicht geben will. Was soll ich klauen? Was soll ich klauen? Dargel hat eine persönliche Truhe, die sich mit entsprechender Übung und einem Stück Draht aufbrechen lässt. Okay. Woher weißt du das? Das hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert. Alles, was er sich verdient hat, sammelt er darin. Räum seine Truhe leer, komplett leer. Vielleicht wird ihm das eine Lehre sein. In der Fleischerei ist viel los. Dann wirst du vorsichtig vorgehen müssen. Mhm. Gut, besserer Dieb werden. Ich will ein besserer Dieb werden. Geschick, okay, Schlösser knacken können wir komplett, barscht, ist gut. Das heißt, pennen gehen und dann raufschleichen. Sonja, ich borg mir wieder mal dein Bettchen aus, oder wir nehmen seins. Wir können seins nehmen. Bis Mitternacht pennen. Du willst doch wohl nicht mein Bett benutzen. Ach, komm. Jetzt sei nicht so hakelig, echt. Dann gehen wir halt doch zu Sonja. Das Bett ist mir so viel gemütlicher. Bei der Sonja halt, ne? Also das da. Ja. Bis Mitternacht pennen. So. Dann rauben wir ihn mal aus. Den Kerl. Servus, grüß euch. Schönen Tag, schönen Abend, besser gesagt. Lalala, lalala. 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 Ist er noch auf? Falsches Haus. Immer das falsche Haus. Ist er noch auf? Nö. Das lief gar nicht mal schlecht. Normal nehme ich da kein Fleisch mit, wenn schon die Fliegen dran sind. Was haben wir hier noch Schönes? Ja. Mit. Nehmen wir gerne mit. Da hängt auch alles. Alter Schwede. Das ist schon bald eine Verschwendung, ne? Das vergammelt hier alles. Mhm. Da pennt er. Da ist die Truhe. Verdammt. Und nochmal. Jetzt aber. Ja, yeah, was hat er denn da? Schönes Teller, Kerzenleuchter, Eisenerzbrocken und 200 Goldmünzen. Boah, ja, die wird er vermissen. Psst, leise. Na, du Gradler? Leise, leise, leise. Subi. Lalala, lalala. Perfekt. So. Sid. Hi. Die Truhe ist geplündert. Dagels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre,
würde ich mich trotzdem von Dargel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargel wird niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Super. Na dann, danke. Gut. Jo, das löst immer noch nicht mein kleines Goldschalenproblem. Aber ja, wie gesagt, wenn die Burschen gar nicht mehr in der Stadt sind, ist es dann eh schon erledigt. Dann habe ich es eh schon versemmelt. Warte, das speichern wir auch gerade mal. Das lief ja gerade gut, alles zusammen. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Boah. Spion gefunden. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Hm. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn Acht geben müssen. Tja, das war dann wohl Pech. Echte Freunde hat er schon lange nicht mehr. Ich werde nochmal mit Carlos reden. Ich bin mal gespannt, was da noch. Das mit den Goldschalen kriege ich nicht mehr hin, glaube ich. Keine Meter, der ist nicht mehr da oben, ne? Klar. Wie gesagt, die waren schon bei der Ausgrabungsstelle. Das habe ich echt versemmelt. Aber zuerst, achso, mit Scorpio müsste, Scorpio sage ich, ja, mit dem Typen, da müsste ich noch reden. Eventuell, das könnte vielleicht noch ein paar Punkte bringen. Das müsste ich noch schnell machen. Das heißt, da unten durch. Bam, 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 bam. Und der spielt schon wieder mit seiner komischen Geige da. Dass du gleich zum Weinen anfängst. Da. Servus, Kumpel. Lass uns handeln. Okay, das ist eh wurscht. Das ist dann schon wurscht. Der Typ hat sonst nichts mehr. Ist gut. War der Weg wieder mal umsonst. Kontrolle ist halt besser. So. So eine Rehrbeitelmusik. Wahnsinn. So. Tada. Düdü. Tada. Düdü. Dam. So, dann schauen wir mal, welche Quests noch kaputt gehen, ob die verschmerzbar sind, weil ich glaube, das mit der Goldschale, wie gesagt, habe ich eh schon versaut. Schaut nicht gut aus. Schaut gar nicht gut aus. Also, schauen wir mal. Checkstruhe kann sowieso kaputt gehen, die Quest, dem klaue ich nichts. Da tut mir leid, der Kerl. Da bin ich beinhart. Aufstehen. Es ist so wichtig, dass du mich wächst. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Ja. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Ne? Warum richtig bist du hin allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Den habe ich eingeäschert. Was? Ja, das mit dem Tempel kennen Mendoza wir schon. Das klicke ich mal weg. Ein. Was? Das haben wir eh schon. Gut, also dann. Aber hör genau zu. Gut. Das ist die lange Geschichte, bla bla, das haben wir auch schon gehabt. Und ich natürlich. Ja. Dann, was? Ja, ja, und was? Ich, oh, wo? Was hältst du jetzt von Mendoza? Das war jetzt auch noch okay. So, dann so, bla bla. Du, obwohl ja, du zu bla bla, bla bla, bla bla. Wie kannst du mir helfen? Bla bla bla. Passt, dann tun wir jetzt mal auf Beenden, dann tun wir Speichern, so. Ja. Und jetzt will er sich nochmal schlafen legen, das kommt so gar wichtig, in Frage. Dass du mich wächst. Weil du haust jetzt ab. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss... Das können wir skippen. Es gibt kein... Die Kristallsch... Das auch. Das auch. Also gut. So, und jetzt werden die Quests kaputt gemacht. So. So, mein. Und jetzt? Drei sind's. Alle guten Dinge sind drei. Ja, die Goldschalen und Checkstruhe. Passt. Lass mal's gut sein. Ich habe die Goldschalen kaputt gemacht.
Jacks Truhe will ich nicht stibitzen. Passt, somit können wir das so lassen, wie es jetzt ist und können eigentlich, müssten, dürfen, können tun, dem Don sagen, dass er herziehen kann eigentlich, ne? Also würde ich sagen, wir porten uns ins Banditenlager. Ich glaube, das war so. Da muss ich kurz mal auf die Uhr schauen. Aufs Urli. Ist schon wieder Pause? Also, YouTube-Pause meine ich. Ich glaube, ist schon wieder soweit. Das waren schon wieder 1,5 Stunden? Das ist ja grauslich. Oh, warte, nichts mit Pause. Ich habe sicher eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das mit YouTube wieder hin... mit Twitch wieder hinbekommen habe. Dann können wir ein bisschen drüber machen. Dann passt das schon. So, ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Aber ja, in Wirklichkeit ist wieder eine 1,5 Stunden vergangen. Ja, mit meinem... mit meiner Panne hier. Ne? Ja. Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde circa in etwa. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich wirklich gebraucht habe. Also machen wir eine halbe Stunde. So, ja. Herr Esteban. Jo. Servus, gnädige. Na, Finch? Ah, da bist du ja. Ich grüße dich. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen, Carlos in den Arsch zu treten. Wie ist die Lage? Hervorragend. Esteban ist in die Hafenstadt zurückgekehrt und ich bewache hier das Gold bis zur endgültigen Aufgabe dieses Stützpunktes. Das Einzige, was uns hier ab und zu noch zu schaffen macht, sind diese elenden Echsen aus den Tempelruinen. Aber bisher sind wir mit ihnen immer noch fertig geworden. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch schlimmer, versteht sich. Ja, wenn wir das Übel aus dem Vulkantempel nicht stoppen, dann wird es bald schlimmer. Jo. Wenn wir das Übel aus dem Vulkantempel nicht stoppen, dann wird es schlimmer. Ich bin mir sicher, dass du das schon hinkriegst. Wie kommst du darauf? Das kann ich dir nicht erklären. Es gibt Leute, die sind dazu ausersehen, Großes zu vollbringen. Du bist so jemand. Das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah. Wenn du uns unsere Insel nicht rettest, dann wird es niemand tun. Sehr schön. Esteban ist in der Hafenstadt? Esteban ist in der Hafenstadt? Ja, richtig. Ich schätze, er wird sich dort sein altes Haus wiedernehmen. Du solltest bei ihm vorbeischauen. Er hat etwas für dich, was dir gefallen wird. Da bin ich mir sicher. Eine neue Rüstung? Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich brauche bessere Ausrüstung. Nimm dir deinen Anteil von unserem Goldhaufen dort drüben. Du hast es dir verdient. Es sind auch einige wirklich interessante Stücke dabei. Das eine oder andere davon wird dir sicherlich weiterhelfen. Danke. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Das hatten wir schon. Das müsste eigentlich so passen. Boah, das ist aber nett. Und der Typ da, der haut mich nicht zu Brei? Ja, mal gleich sehen. Da müssen wir in die Hafenstadt zurück, ne? Goldmünzen, Goldmünzen, noch mehr Goldmünzen, noch mehr Goldmünzen. Habe ich schon gesagt, dass das Goldmünzen sind? Della, oh. Noch mehr Goldmünzen. Kerzendingens. Da sind noch mehr Goldmünzen, noch ein paar. War das da schon alles? Ich glaube, schaut gut aus. Jupp. Das war echt reichlich. Da möchte ich auch mal rein. Das war echt reichlich. Da müssen wir zurück in die Hafenstadt. Ich verdrück mich schon wieder. In die Hafenstadt. Immer ein ständiges Hin und Her. Krass. Mhm. Baum, 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 baum. Das ist ein altes Haus. Ich nehme an, das ist das hier. Ein Huhn. Esteban, bist du da? Ich schau mal rauf. Esteban? Na, da ist noch Carlos. Okay. Hast du noch was zu tun für mich? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Oh. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Ja, dann pfiff dich. Sturer Bock. So. Nein, das ist nicht Estebans Häuschen. Dann ist es das da unten, wo der Schatzsuche-Typ drin war. Das schönere Haus. Nicht so eine alte Bruchdings da, sondern das da ist ein Haus dann, ne? La lila, la la lila. Servus. Don Est. Du hast es endlich geschafft. Mhm. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand.
Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Boah, danke. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Jawohl. Hauptmann, sehr schön. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Bitte. 5000, ich hab's befürchtet, das habe ich nicht. Besorg dir erstmal genügend Gold. Ja. Zurück, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass der das hat. Gute Arbeit, Hauptmann. Wurde auch Zeit, dass Esteban endlich wieder nach Hause kommt. Ich will ein besserer Dieb werden. Ich will ein besserer Dieb werden. Kann er mir Taschendiebstahl beibringen? Vorlügen. Ja. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Ein geschickter Dieb hat bei seinem Opfer praktisch die freie Auswahl. Auch Leute, die sehr auf ihren Besitz achten, kann man genug ablenken, um sie auszunehmen. Gut. Geschickt genug bist du jetzt. Du musst es nur noch wagen. Und da noch? Noch mehr? Ich will ein besserer Taschendieb werden. Du bist mittlerweile so geschickt, dass du es wagen kannst, auch scheinbar unmögliche Diebstähle zu begehen. Das ist gut. Prinzip ist das gleiche. Sprich sie an, lenke sie ab und nehme sie aus. Du musst nur viel, viel vorsichtiger sein. Die Leute, die du jetzt beklaust, sind mit allen Wassern gewaschen und achten sehr auf ihren Besitz. Gut. Ja, Becher müssen wir ein bisschen Geschicklichkeit und so, ne? Wenn wir das brauchen. Hast du irgendwas? Warum stehst du eigentlich hier rum? Ist vielleicht besser, ich lasse mich nicht in der Stadt sehen. Typen wie ich kriegen schnell Ärger. Apropos Geldbörse. Da haben wir sicher einen Haufen, ne? Irgendwie, ich habe ja nie geöffnet, kommt mir vor. Beutel. Geldbörse. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Da haben wir gleich 6, ne? Ah, nein, das ist Werkzeugbeutel. Entschuldigung. Die Schatztruhe von Romanov. Das ist eine schlechte Idee. Okay. Ja, 1000 haben wir gerade einmal. Schlecht. Schlecht. Hallo, ich will euch ausrauben. Ich brauche nämlich Geld. Hauptmann? Servus. Gut gemacht, Kamerad. Ich war Sonjas stinkenden Lagerraum echt leid. Jetzt können wir endlich wieder unseren Geschäften auf der Straße nachgehen. Na dann? Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Hör zu, Mann. Ich würde dir ja einen geben. Aber ich hab selber nur noch einen. Okay. Haben wir hier irgendwelche Opfer, die ich ausrauben kann? Wie ist das? Ich grüße dich, Hauptmann. Servus. Don Esteban, kann man dich vielleicht auch ausrauben? Da ist mal niemand. Ist da drüben noch jemand? Hallo. Tatsächlich, seine Frau, ne? Hallo, Rachel. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Hier, nimm. Das wirst du sicher gut gebrauchen können. Übrigens. Esteban weiß jetzt von dem... Na, das tut man nicht. Soll ich sie echt ausrauben? Warst du schon mal in einer der Ruinen? Ich? Nein, da kriegen mich keine 10 Oger rein. Die sind voller Monster. Wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du gar nicht erst daran denken. Ich habe nur das Fleisch gebitzt. Das braucht sie jetzt eh nicht mehr. Das muss ich nicht mehr kochen. So, wie schaut's da mit Lernen aus? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Hey! Nicht nett. Na nur, was bleibe ich da beim Ofen stecken? Ach ja, die Rachel. Ich habe sie doch ausgeraubt. Aber nur Fleisch. Sonst nichts. Vielleicht können wir auch den Esteban ausrauben. Das wäre echt eine geile Geschichte. Vielleicht hat er was Besonderes, was Wertvolles. So. Was hast du eigentlich mit dem Goldberg vor? Das willst du wissen, wie? Tja, ich habe verschiedene Pläne. Aber es ist zu früh, darüber zu sprechen. Erstmal muss die Inquisition wieder die Insel verlassen. Okay. Was, den haben wir auch ausgeraubt. Sehr fein.
Ja, ich bin gemein. Das ist nur eine normale Wache, ne? Walter. Endlich bekomme ich ab und zu mal eine Mütze voll Schlaf. Moin. Diese ständigen Reibereien in der Stadt haben auch endlich aufgehört. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Echsenschwert zeigen. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Oh je. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Kannst du mir so ein Schwert vielleicht herstellen? Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian? Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Gerne. Was kannst du mir beibringen? Ich habe Eisenerz für dich. Obsidian. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Jo. Ein Handschwert, zwei Handschwert, 12 Obsidian. Das ist mir zu teuer, um nur einfach so zu probieren. Das muss gespeichert werden. Jetzt können wir es probieren. Obsidian. Ich habe Obsidian. Ja. Ich will es gleich mit dem Zweihänder probieren. Ein Einhänder wäre auch geilo. Weil ein Handschwert haben wir eh nur gelumpert. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Einhandschwert. Hier. Geht sich auch für ein Zweihänder Gib aus? Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Das müsste passen, oder? Ich probiere beide aus. Wir haben eh gespeichert. So, die Esse. Stahl, Obsidian. Das Schwert machen wir zuerst. Als nächstes. Gibt's was? Entschuldigung. Amboss. Ich. Und für immer feste drauf. Passt. Und jetzt schleifen. Ah, Wasser, Entschuldigung. Zuerst den Wasser drauf und dann speichern. Speichern. Schleifen. Alter, was ist denn los mit mir? Hallo, aus. So, schleifen. Schöne schwarze Klinge. Boah. Schaut schon nach was aus, hey. Schau mal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und wie stark ist die jetzt? Titanschwert. Bastardschwert ist das. Mit sowas werden wir auch mal probieren, würde ich sagen. 50. Boah, 50 Schaden für ein Einhandschwert. Das ist aber nicht so schlecht, ha? Ich finde das gerade nicht so schlecht. Und was macht dann der Zweihänder? Was fehlt denn? Oh, ich muss noch schmieden lernen. Oh. Oh, oje. Hallo, Herr Schmied. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Stufe 3, bitte, ja? Ich will zwei Handschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Aha. Schnelle und präzise Schläge. Mhm. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Mhm. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Alles klar, danke. Alles klar, alles klar. So, dann gehen wir's an. So, dann draufhauen. Ich. Dann abkühlen. Und Schliefischleif. Wow. Jetzt bin ich gespannt, wie stark die ist. Gutsch, 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 gutsch. Wow, ausschauen tut sie echt nicht schlecht. Fertig. Und wie stark ist sie? Oh. Wie viel? 90. 90 Schaden macht die. Bist du narrisch? Da kann man Stärke lernen gehen. Zwei, dreimal noch Stärke lernen. Haben wir noch so viel über? Jo, okay, geht's ja aus.
Aber Geld haben wir keins mehr, ne? Geld wird knapp. Da müssen wir echt schauen, was stibitzen Gibt's können. Gibt's was Wichtiges? No. Da müssen wir echt jemanden ausrauben. Hallo? Ich wette, du steckst dahinter, dass der Don wieder da ist, hä? Bitte? Was will man von so einem Verbrecher wie dir auch anderes erwarten? Du bist unhöflich. Arschloch. Ich meine, was soll denn das? Da kann ich einfach sowas sagen. Stellt da Mutmaßungen an, verstehst? Gut, dass diese weißen Schweine endlich weg sind. Im Namen von Recht und Ordnung, dass ich nicht lache. Sie haben uns doch nur ausgebeutet. Ja, das haben sie. Servus, Konrad. Wenn du was kaufen willst, dann mach schnell und geh bitte wieder. Ich will mit euch Banditen und eurem neuen Stadtherrn so wenig wie möglich zu tun haben. Dann verlass doch die Stadt, du Arsch. Was stinkt denn hier so? Was? Bei mir stinkt nichts. Ich habe nur allerbeste Ware. Wenn du versuchst, mir die Kunden zu vertreiben, dann setzt es was. Na schon gut, beruhig dich wieder. Ich find's gerade lustig. Dann können wir Carlos noch ausrauben. Der ist nochmal nach oben droben. Der ist noch oben droben. Lalila, oben droben. Den rauben wir auch noch aus. Nanü. Edgar. Es wird eine Zeit dauern, bis der Laden hier wieder in Schuss ist. Carlos und seine Jungs haben hier eine Menge durcheinander gebracht. Na, den können wir gar nicht ausrauben. Den möchte ich auch gar nicht ausrauben, ehrlich gesagt. Der ist nett. Eine Tür? Wo geht denn die hin? Oh. Können wir das so mitnehmen? Jupp. Kein Diebstahl. Nehmen wir alles mit. Daraus können wir gutes Geld machen. Gutes Geld, gutes Geld. Gutes, gutes, gutes Geld. Mal von vorn. Ja, natürlich. Yeah, supi. Stahlrohling, schwache magische Heilung, Eile und ein paar Goldmünzen. Super. Goldmünzen sind ganz, ganz gut. Die brauchen wir jetzt eh. Ohne Ende. 5000. Boah, die muss ich mir leisten. Das geht nicht anders. Carlos? Wo ist denn Carlos? Carlos ist weg. Ich wollte noch ausrauben, verflixt. Weg ist er. Habe ich da schon gelesen? Ich weiß es gar nicht. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jetzt. Ring, okay. Boah, sonst ist da nichts. Okay, schade. Ist schon weg. Wahrscheinlich als der Tom gerade reinmarschiert, das ist er raus. Haben sich nochmal kurz die Hand gegeben und dann tschüss. Gut. Die haben wir beklaut. Da sind wir. Der Alchemist wäre noch. Da vorne der Alchemist, den können wir noch ausrauben vielleicht. Huch. La. Bam, baram. Herr Alchemist. Hallo. Ich muss mich wohl mit euch Banditen gutstellen, jetzt wo Esteban wieder da ist. Jupp. Also, kauf deine Tränke und lass das dämliche Grinsen. Deine Waren sind viel zu teuer. Ich weiß, aber was soll ich machen? Es ist ja auch sehr teuer, die Waren zu beschaffen. Wenn ich da nicht die Preise anpasse, bin ich bald pleite. Ja, du arme Sau. So. Endlich sind diese eingebildeten Ordenskrieger weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Taschendiebstahl. Hey, kennst du einen guten Witz? Lass mich mal überlegen. Ja, ja, einen kenne ich. Also, da wird ein Mann am Strand angespült. Oder nein, er schwimmt zum Strand. Ach, scheiße, ich krieg's nicht hin. Okay. Hm, schade. Lalala, lalala. Die Sonja und so werde ich auch nicht ausrauben. Die waren ja gut zu uns. Aber hier vielleicht dich. Du hast eh Sag genug mal, Geld. Wie viel ist 3758 plus 4699? Moment. 37 plus 4699 sind 700 sind 84 und 58 minus 1 sind 8457, richtig? Du hast das drauf.
Kann man hier noch was lernen? Nur endlose Listen und spaltenweise Zahlen. Okay. Oh, aber trotzdem plus 5 Erfahrungspunkte. Das ist super. Und das ist super. Dann gehen wir da rein. Hallo, können wir dich ausrauben? Die Geschäfte laufen gleich viel besser, seit der Don wieder da ist. Gut. Hoffentlich bleibt das so. Kennst du einen guten Witz? Klar. Die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seinen Nachbar: Was hast du denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank war? Den kenne ich schon. Mo? Der Mo wird wieder schimpfen, oder? Wenn wir da reingehen. Mo? Huch. Endlich wieder frische Luft hier am Hafen. Ohne die Weißen lebt es sich gleich viel entspannter hier. Aber man kann sagen, was man will. Er hat echt ein cooles Tattoo im Gesicht. Und der Dü. Und der Dü, der Dü, der da. Servus, Herr Seemann. Carlos oder Esteban, mir ist das gleich. Wir einfachen Leute haben eh nichts davon. Okay. Ich schätze, du machst mir echt Angst, weißt du das? Ich hoffe nur, dass es was gebracht hat, die ganze Stadt auf den Kopf zu stellen. Wieso denn? Hey, hast du mal ein Stängelkraut für mich? Ja, hab ich. Gebe ich dir aber nicht. Hey, wieso grinst du denn so dämlich? Trottel. Haben wir da oben noch ein Opfer? Ich meine, nein, ist nur noch eine Wache. Alle, hopp. Kann ich da nicht? Darf ich nicht? Oh doch. Wow. So. Da noch da hinten das Eck. Wow, Entschuldigung. Gnädigste. So, lala. Du vielleicht, hast du noch was für uns? Endlich haben wir hier unsere Ruhe. Verdammte Scheiße. Wir brauchen so viel Geld. Du, der Typ da hinten will was von dir. Wer? Wo denn? Ich kann niemanden sehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du willst mich verarschen. Was? Ich hab mich wohl geirrt. Das wird man nie tun. Können wir den Oger da oben auch ausrauben? Jo, können wir. Wie viel Fleisch kannst du essen? Viel. Einmal hat Ukos ganze Kuh gegessen, ganz allein. Aber Menschen werden böse, wenn Ukos isst ganze Kuh. Dann solltest du das lieber lassen. Ist ja unglaublich. Vielleicht haben wir dann was von dem Kerl hier. Na, wo ist denn der? Ah, der ist ja auch schon weg. Stimmt. Puh. Ja, ne? Du bist ja auch nur ein normaler Seebär, ne? Na, Buddy. Was ist denn in den ganzen Kisten? Was ist denn in den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Felle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört hier alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Mhm. Erzähl mehr über die Artefakte im Lagerhaus. Die haben da alles Mögliche. Sogar einen Sarkophag haben sie angeschleppt. Was ist das für ein Sarkophag? Ach, das ist ein Klotz aus massivem Stein. Noch mehr Zahlen? Wo steht dieser Sarkophag? Im vorderen Lagerhaus. In dem, das näher an Pattys Kneipe ist. Dort im oberen Stockwerk. Du musst hintenrum rein. Allerdings ist eine Tür davor. Aber wenn ich dich richtig einschätze, dürfte die für dich kein Problem sein. Naja, die Tür eher nicht. Eher mehr der Oger, oder? Oder kann man da wieder über 5 Hausecken rauf? Badabaum. Der, was näher an Pettys Ding dran ist. Da müssten wir quasi hier hoch dürfen. So. Dann so. Dann. Ach, das geht echt. Achso, da kommen wir hierher. Warte. Entschuldigung, das war nicht ganz richtig. Geht's da noch hier rauf? Jetzt muss ich mir kurz umschauen. Da liegt tatsächlich ein Geldbeutel. Ich scheiß mich. Entschuldigung. Ich meine natürlich, wow! Ein Geldbeutel. So.
irgendwie müsste man hier auch rauf dürfen. Das wäre echt super. So, mit einem Seil oder so. Weil der Oger ist schon ein Problem. Weil ich glaube, da kommt man auch nicht weiter, ne? Oder doch? Nö, nicht wirklich, ne? Der Oger ist halt schon ein Problem, aber ich glaube, ich weiß, wie das gehen könnte. Von dem Haus da. Das heißt, wir müssen hier rüber. Das ist doch das gemeint gewesen, denke ich mal. Also müssen wir dann hier rauf. Boah. Hier dürfte nun mal keiner mehr sein, der uns aufhalten könnte. Jetzt könnte natürlich dieser Sarkophag auch, auch weg sein. Das wäre natürlich jetzt blöd. Ruck. Alle hopp. Ah, das war verkehrt, ne? Ich muss schon da runter. Ich muss schon daher schleichen. Okay, so, warte, wie ging das? Ah, ich weiß schon wieder. Darüber. Da gab es doch irgendwo ein Fenster, oder? Das war schon da oben, ne? Das war schon da oben. Warte. Alle hopp. Boah. Na. Hallo? Ach, Kacke. Dann vielleicht hier hoch? Jawohl, da geht's gut. So. Da konnte man hier so raus. Dann hier so rüber. Dann hier so. Dann müsst ihr hier hochgehen. Dann müsste man hier rüberspringen. So. Und dann... Boah. Müsste es so klappen. Alter. Kommt man da jetzt so rein? Aha, okay. So, 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 so. Ja? Nein. Verdammt. Ja, jetzt haben wir es. Ich glaube, dann ist zum Pause machen, ne? Ah, da ist er echt. Da sind sogar mehrere Sarkophag. Hier steht was über Artefakte. Okay. Interessant. Da steht eine Warnung vor ruhelosen Gebeinen in einigen Sarkophagen. Ja. Hoffen wir es mal, dass die nicht hier drin sind. So, ich wollte speichern. Ja, der Ding kommt. Angestiefelt. So, jetzt müsste aber Pause nochmal sein, oder? Schauen wir mal kurz. Naja, Pause, also YouTube-Pause. 2 Minuten noch. Das passt. Dann können wir diese... So, fortsetzen. Dann können wir die aufmachen. Okay, da haben wir was drinnen. Mal schauen. Knochen und ein kleiner Mana-Trank. Super. Und was haben wir da? Ein Pokal, Teller und Bernstein. Supi. Können wir lassen. Wie haben sie die da hergeschleppt? Vor allem durch die Tür. Aber wahrscheinlich der Flaschenzug, darum ist er kaputt, ne? Da, die Winde. So. Also von da. Darum ist das ganze Zeug kaputt. Das erklärt so einiges. Wow. Hui. Oh, ruck. Tadam. So, geschafft. Passt. Gut, jetzt wäre mal nicht schlecht, das ganze Zeug, das wir da haben, verkaufen zu tun. Verkaufen tun, ja. Darum können wir noch ein paar Leute ausrauben. 5000 Goldstücke, ja, da muss ich jetzt anfangen, das ganze, wirklich das Klumper zu verkaufen. Ich fange sowieso gleich mal an. Was schon. Jetzt wird alles besser, sagen Sie. Aber ich verstehe die Leute nicht. Ob vom Orden oder vom Don schikaniert zu werden, wo ist denn da der Unterschied? Vielleicht ist der Don Lass gar nicht deine so schlimm. Sehen. So, wir wollen verkaufen. Da haben wir schon mal 5.
5 Schilde. Dazu hat er etwas anderes verkauft. So, dann können wir das hergeben und das hergeben. So, Amulette. Was haben wir denn doppelt hier? Ringe. Da haben wir was doppelt. Das kommt alles weg, das was wir brauchen. Der Ring ist sowieso. Die brauchen wir noch. Nelsons Ring. Normaler Ring. Ring, Bogen und so. Ich würde sagen, okay, dann Waffen, selbstverständlich Waffen müssen wir schauen. Vorschlaghammer glaube ich nicht, das wir brauchen. Die Tarnaxt, die brauchen wir sicher nicht, weil wir haben ja, wo ist er denn? Doch, ist sie die? Die Tarnaxt, die muss ich behalten. Da, der Hammer, da war er, die Tarnlord. Da haben wir die Axt, brauchen wir nochmal nicht. Die können wir verkaufen, aber den brauchen wir. Ja, den vom Titanenlord. So, dann kommt da das weg. Das. 9 von denen können wir wegtun. Das Schwert können wir wegtun, den Säbel. Das können wir wegtun. Die auch. Das. Obsidian-Schwert tun wir sicher nicht weg. Den rostigen Zweihänder. Die Echsen-Dingens können wir wegtun. Obsidian-Zweihänder werden wir dann auch wegtun. Das Titanenschwert würde ich sagen. Vielleicht noch behalten. Das können wir wegtun. Einen Bogen. Da waren wir schon. Hier, was hätten wir denn da? Dabei würde ich es lassen vielleicht. Illusion erschaffen. Die sind alle nur 20 wert. Ja. Sind sie, was haben wir da noch für Gerümpel? Besen, Messer. Was ist das? Eine Ogerkeule. Lassen wir es vielleicht noch. Ärmel, ja. Werkzeugbeutel. Die Quest haben wir eh schon. Ach, okay, das geht nicht weg. Dann hätten wir im Angebot, ja, Krallen. Richtig. Da können wir, ich würde sagen, eine oder zwei behalte ich mal. So, Stacheln. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwie Quests kriegen oder. Oder so, die beinhaltet, dass wir irgendjemanden Stacheln oder so geben müssen oder Zähne. Ja, das können wir alles hergeben. So. Staub würde ich sagen auch. Ich lasse immer eines da, das ja, im Inventar. Schale einer Nautilus, das ist keine Muschel, können wir theoretisch auch verkaufen. Boah, ey. Das ist echt gemein, dass der Wert und so nicht steigt, ne? Die großen Goldschalen können wir auch. Ja, okay, die darf man nicht hergeben. Lol. So. Und da hinten noch. Ja. Mehr wird's nicht. Kartoffeln und Zwiebeln würde ich gern mitnehmen. Brot, der hat nur Kartoffeln. Keine Zwiebeln? Nicht eine? Na, dann tun wir so. Jetzt haben wir erst 3000, wenn du denkst, ne? Das wäre halt 200 wert, ne? Die will ich nicht hergeben, die ist so cool. Ich müll da jetzt, ich muss da ausmüllen, das hilft nichts. Geschicklichkeit, Stärke will ich behalten. Stärke plus 8. Falls alle Stücke reißen, meine Stärke müssen wir eh noch lernen. Was hätten wir denn da? Geschicklichkeit plus 10. Das ist unsere. Schutz vor Feuerklingen, die hat ja auch Feuerklingen, alles dabei, die können wir hergeben. Die können wir hergeben. Schutz vor Magie 10 hat er auch, kann man hergeben.
Schutz vor Eis hat er auch dabei, kann man auch hergeben. Die Perlenkette, Ring, maximales Mana, braucht man eher nicht. Eis, Feuer, Magie, Stärke plus 3 werde ich behalten, Geschicklichkeit werde ich behalten, maximales Leben, maximales Mana, das können wir hergeben. Die können wir nicht hergeben. Schwertkampf plus 1, Axtkampf plus, Stabkampf können wir hergeben. Akrobatik können wir ja schon, das kann nicht mehr steigen, glaube ich. Boah, das ist echt hart. Die Mana-Tränke natürlich, die können wir alle verkaufen. So, bis auf die, die saufen. Obwohl, die sind viel wert. Maximales Mana plus, weißt du was, die verkaufe ich. Das müssen wir nicht haben. Dann die können wir eigentlich auch verkaufen, die braucht ja auch keine Sau. Ja, grobes Ausmüllen. So, was haben wir da noch hier? Sagen wir so, feines Ausmüllen. Vielleicht dann noch ein paar Felle. Ich behalte mir eins zurück. So, dann hier haben wir noch eins. Hier haben wir auch noch was. Nautilus von mir aus. Da haben wir wieder Pokale. Ich glaube, das könnte schon passen. Ja, wir haben genug. Wir können zu Don Esteban gehen. Aber dafür können wir keine Stärke lernen momentan. Übel ist das. So, aber dafür machen wir jetzt eine YouTube-Pause. Bevor wir zu Esteban gehen. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!